Wie heißt du denn? Das ist Frankie. Frankie, you got a lovely tongue. Hübsche Zunge. It's a beautiful tongue. Wer bist du? Sie heißt Vida. Yeah. Oh my gosh. Willkommen. Wow, this is totally anders als gedacht. Really? It's amazing. Yeah. Original aus den 60ern. Seit wann lebt ihr hier? Vor 5 Jahren haben wir das Haus den Eigentümern abgekauft. Sie haben es 1964 gebaut. Seither wurde eine Menge verändert. Was ist das? Weiß ich nicht, aber definitiv ein teures Gestein. Das ist unser Feuer-trifft-Wasser-Feature. Unser ganzer Stolz. Toll. Bin gespannt auf drinnen. Dann komm mit. Deshalb bist du ja hier. Das Wohnzimmer. Es sollte sexy sein. Ist es? Ist der Kamin original? Komplett original. Der gesamte Marmor ist von früher. Von uns sind nur die Betonelemente. Toller Kristall. Genau mein Ding. Ja, wir sind verrückt danach. Unsere große Geode. Das Esszimmer. Was ist passiert? Ein Wasserschaden? Wir mussten das Dach erneuern, denn es war undicht am Rand. Die Wand war durchnässt. Oh, in these mirrors? Ist das Spiegelglas? Is this original? Original? Yes. Oh, these are cool. I love it. Er ist vernarrt in die Wand, ich nicht. Liberace hätte sich hier wohlgefühlt. Totally. Yeah. Genau sein Style. So that is perfect. Yeah. OMG. This is like a throwback. Eine Zeitkapsel. Oh, meine Mom hatte diesen Ofen. I remember it. Die Beleuchtung ist furchtbar. Oh, it's awful. Jede Menge Raum zur Entfaltung. Der Eingangsbereich ist sehr glamourös. Aber welchen Stil wünscht ihr euch hier? Dasselbe, auch glamourös, sofern das bei einer Küche möglich ist. Du kriegst das hin. Ein offenes Raumkonzept und sexy soll es sein. Super sexy. Okay. Aber auch praktisch, denn wir kochen gern. Euer Budget? Ich hoffe, wir kommen aus mit 100.000. Das reicht für tolle Materialien. Mein Vorschlag? Die Wand kommt weg und hier ist Platz für einen doppeltürigen Vorratsschrank. Okay. Den Kühlschrank setzen wir daneben und ihr kriegt jede Menge Arbeitsfläche. An die Wand kommt eine coole Tapete oder ein abgefahrener Fliesenspiegel. Diese Wand reißen wir auch ein. Und hier? Dieser abgetrennte Bereich gefällt mir, den lassen wir. Aber an der Stelle erweitern wir den Durchgang. An dieser Seite bauen wir eine lange Küchenzeile ein, die zum Essbereich hin in eine große Halbinsel mündet. Keine freistehende Insel, dazu ist der Raum zu schmal. Aber so passt trotzdem eine große Insel rein. Und weil ihr gerne kocht, würde ich dort einen großen Gasherd integrieren. Super. Wir dehnen die Küche bis hinten aus. Offener, geräumiger, geselliger. Gefällt mir. Und die Kosten? Alles im Budget. Allerdings ist das ein älteres Haus und da erlebt man manchmal Überraschungen. Ihr hattet einen Wasserschaden. Wer weiß, ob noch was im Argen liegt. Und es kommt darauf an, welche Materialien ihr haben wollt. Je extravaganter, desto teurer. Hauptsache schön. Auf jeden Fall. Ich sag's nur. Das ist typisch für Eric. Er mag's bombastisch und teuer. Aber wenn es ans Bezahlen geht, wird er nervös und unsicher. So wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Allerdings, es reicht. Gib dir einen Ruck. Also gut. Okay? Okay. You're gonna love it. Erinnert ihr euch an die alte Küche? Ekelhaft. Yeah, you go first. Nach dir. Okay. You go first. All right, I'm super excited.
Oh my God. Holy. Wow. Sexy? Aber hallo. Holy smokes, look at that. That was amazing. Don't you think? Oh my God. Ich bin begeistert. Gut, dass ihr euch bei dieser Wand nicht direkt für die erste Option entschieden habt. Absolut. Sexy. Oh my God. So glam. Total sexy und glamourös. Volltreffer. Wunderschöne Schränke. Those are hot. Oh my God. Und diese Wand. Die ist super. Die Fenster sind innen verkleidet. Zum Glück habt ihr euch für gleich große Fenster entschieden. Das sieht klasse aus. Hier kann man kochen und sich gleichzeitig unterhalten. Wie findest du die Spiegel? Anfangs war ich skeptisch, aber es sieht wirklich gut aus. Ich bin begeistert. So sexy. Siehst dir doch an. Und gratis noch dazu. Mir gefällt, dass sie eine Geschichte haben. Sie gefallen mir. Ehrlich. Das Kriegsbeil mit den Spiegeln ist begraben. Völlig verändert. Jetzt passt die Küche zum Haus. Absolut, sogar besser, als ich dachte. Ich wusste, dass es toll wird, aber das ist umwerfend. Etwas teurer als geplant. Auch wegen dieser edlen Wand. Das war es wert. Die richtige Entscheidung. Neue Fenster? Und dann wäre da noch das Luxusbad. Das habe ich ganz vergessen. Ist sehr cool geworden. I'm so excited to see it. Holy smokes. Ich sehe es schon im Spiegel. This is sexy. Echt sexy, oder? Oh yeah. I love it. Besonders die Fliesen. Mit dem Boden ging's los und dann waren wir nicht mehr zu bremsen. Aber den Unterschrank haben wir gerettet. Auf jeden Fall glamourös. Ich war echt nervös wegen einiger Entscheidungen. Aber wir haben Christina vertraut. Ich hatte ein Bild im Kopf, aber das Ergebnis ist noch besser. Viel besser.